Herzlich willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Heute möchte ich einen mediterranen Nudelsalat zubereiten. Und da ich sehr viele Kochanfänger unter meinen Zuschauern habe, werde ich heute mal jeden Schritt genau erklären. Bevor ich euch die Zutaten genau erkläre, setze ich erstmal Wasser an, damit wir die Nudeln schon kochen können. Um Zeit zu sparen, habe ich das Wasser schon vorgekocht. Heute mache ich den Salat für zwei Personen, also nehme ich ungefähr 200 Gramm Nudeln. Dann benötigen wir Rucola, ein oder zwei Handvoll. In einer Packung sind ungefähr 100 Gramm. Ihr könnt dann mal schauen, wie viel ihr selbst essen mögt. Hier sind getrocknete Tomaten in Öl. Ich habe hier 5 Stück. Damit das noch ein bisschen frisch ist, nehme ich auch noch normale Tomaten. Das sind so ungefähr 200 Gramm. Für den Pep nehme ich geröstete, hier ist das in Sonnenblumen, man kann da aber auch geröstete Mandeln nehmen oder Pinienkerne, was ihr mögt. Dann benötigen wir Öl, Salz und Pfeffer und ganz zum Schluss kommt oben drauf Parmesan. Für den Parmesan brauchen wir eine Reibe, ja, eine Schüssel, einen Topf und eine Pfanne. Das wär's dann. Das Wasser ist am Kochen. Und wir fangen jetzt an, die Zutaten klein zu schneiden. Die Nudeln, die kochen hier und jetzt werden wir die Sonnenblumenkerne ein bisschen anrösten, dann schmecken die besser. Man macht das ohne Öl, also heiße Pfanne und dann die Kerne rein. So, die Kerne sind fertig. Hier muss man unbedingt aufpassen, damit man die nicht anbrennen lässt. Die Nudeln sind fertig. Ich mag es immer noch so ein bisschen al dente, aber ihr könnt die auch gerne nach der Packungsanweisung machen. So, fast fertig. Jetzt kommt nur noch Parmesan und unsere gerösteten Sonnenblumenkerne dazu. Und schon ist der Nudelsalat fertig. Ganz schnell haben wir jetzt den Salat gezaubert und werden ihn für euch probieren. Ich weiß ja, dass er schmeckt. Ich habe den ja schon mal gemacht. Julian darf auch kosten. Leckerer mediterraner Salat. Schmeckt gut. Richtig gut. Die genaue Zutatenliste findet ihr auf meinem Blog. Wer mehr Tipps, Tricks und neue Rezepte von mir haben möchte, abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining.